Guten Tag, ich bin die lange Bertha. Kann ich auch was mit der Zunge nehmen? Lol. Ommel die Nommel. Ach man, erstmal willkommen zurück zu Goat Simulator, genau. Wollte ich schon Giraffensimulator sagen? Tschüss, Stange. Ganz gemächlich schlendern wir hier zur Straße hin. Ganz gemütlich. Ganz gemütlich. Ich komme nicht rüber und kann auch nicht springen. Was ist denn hier los, Mensch? Ah. Hilfe! Was soll das denn, ey? Und? What? Ich liebe diese Taste, Leute. Ich liebe sie. Ah, voll mit dem Schädel eingeschlagen hier. Ach nö, Giraffenfleisch unterwegs. Oh yeah. Seht mich an, ich bin die Giraffe. Die lange Helga. Also hoch können wir... Oh ja, doch, wir können ein Stück springen. Das ist doch schön. Das ist so ein Schwachsinn, dieses Spiel, ganz ehrlich. Aber ich finde es geil, dass es dieses Spiel gibt, muss ich auch sagen. Das ist einfach mal was für zwischendurch, wo man einfach mal ein bisschen verdummen kann. Und... Oh, hoch! So, na, dann wollen wir mal. Oh je, oh je, oh je, oh je. Oh je. Boah, bis wohin wir fliegen? Doch, da bin ich wohl angeeckt. Ah, Giraffe fliegt. Das hat ich, Mann, ist so, ey. Okay, so weit, so gut, ne? Ich komme hier gar nicht drüber. Renn mal halt außen rum, das ist genauso gut. Oh yeah! Oh shit, warum in dem Wald? Lol. Was war das denn jetzt? 16 von 30 Trophäen haben wir gesammelt. So viele soll es hier geben. Könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass ich so viel übersehen haben soll. Boah, ich würde gerne ins Weltall. Jetzt ernsthaft. Ich habe gerade so Bock drauf. Wir kamen ja da auch irgendwie nur weg, indem wir Respawn gemacht haben. Aber ich denke, da wird doch sicherlich noch irgendwas geschehen, dass wir auch so zurückkommen. Jetzt ist nur das Problem, dass wir hier die blöde Giraffe haben. Damit kommen wir sehr schlecht daran. Also gehen wir mal lieber zurück ins Menü und schauen uns da mal um. Was wir noch so nehmen können. Der Strauß, der wäre doch auch ganz fein, oder nicht hier? Obwohl, wir nehmen mal lieber die Ziege. Die passt wenigstens, da brauchen wir das auch nicht. Können wir einfach so pleien. Mann, ist das eine Unordnung hier. Da findet man ja gar nichts wieder. Komm mit jetzt. Entschuldigung. Das hier ist auch immer so schön, dieser Baum hier mittendrin. Ich habe das gerade nicht ernsthaft gemacht, oder? Ich habe kaputt gemacht, Leute. Bitte verzeiht mir. Es war nicht mit Absicht. Nein, es war nicht mit Absicht. Es war mit den Hörnern. Denn der Willi ist ganz ein Böser, du. Gib mir das. Und komm mit. Ah, verdammt. Da.
Es ist nicht mehr weit. Halte durch. Wo ist das UFO? Wo ist das UFO? Komm schon. Gib mir das UFO. Da ist es ja. Ach, ich bin hier falsch, ne? Ich muss hier hoch. Jumped over Bacon? Na dann. Das geht es ins Weltall. Wir können uns sogar noch befreien. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ins Weltall. Mach's gut, schnöde Welt. Sind das Luftballons da hinten? Ach, ist das schön. Aber geschieht hier wirklich nichts weiter, außer dass wir diese sehr schöne Welt sehen? Also vom Bild her finde ich das ziemlich schön. Muss ich sagen. Gefällt mir. Auch wenn der Felsen sich da ein bisschen komisch dreht. Ist das da hinten auch eine Ziege? Was bist du? Flieg zu mir. Ich bin voll toll. Ist das eine Ziege? Ich weiß nicht, was es ist. Es kommt nicht zu mir. Komm zu Papa. Ich mähe auch ein bisschen für dich. Was bist du? Komm doch her. Aber es kommt näher, ne? Oder bist du ein Hund? Was ist das für ein Ding? Was ist das? Komm zu Papa. Komm her und lass dich ansehen jetzt. Ich will wissen, was du bist. Geh nicht weg. Du bist der einzige Freund, den ich je hatte. Das ist ein ganz normaler Astronaut, hä? Hallo. Ach, wir können jetzt auch umherfliegen, oder was? Wo will ich denn da hin? Ich falle! Nee, aber wir können nicht umherfliegen. Oder vielleicht doch zu dem Typen kommen wir doch hin. Hilf mir mal! Vielleicht können wir irgendwie, wenn wir stehen, zu dem hin, dass wir uns mit der Zunge an dem festhalten müssen. Aber dazu müsste ich jetzt erstmal wieder stehen, ne? Ah, ich stehe. Aber ein bisschen bewegen können wir uns. Schlecht. Und zieht euch das mal rein. Guckt mal genau auf den Bauch. Da wird euch voll schwindlig von. Wenn man lange genug drauf guckt, sieht das aus wie ein Adler. Lol. Aber wir kommen hier auch nicht mehr weg. Komm her, Gustav. Komm zu mir.
komm, nur noch ein Stück. Ich glaube, wir müssen den packen, dann könnten wir normal raus. Wir machen einfach mal Restart und machen das nochmal. Und dann gucken wir mal, ob wir den gepackt bekommen, ne? Weil irgendwie können wir doch bestimmt mit dem zurückkommen. Ah, wo bin ich? Gib mir das lustige Teil mit dem... Ah! Aus dem Weg jetzt! Komm mit! Da, 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 da. Da, 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 da. Oh yeah! Ah! Hab ich aus dem Maul gelegt. Wo ist das UFO? Peter muss ins Weltall. Ich hab da voll was Wichtiges zu klären, ey. Das glaubt ihr gar nicht, wie wichtig das sein kann. Das UFO. Vielleicht kriegen wir es wirklich hin, uns irgendwie zu dem Astronauten hintreiben zu lassen und den dann voll mit der Zunge hier so wegzuschlecken. Ah! Wo bin ich? Fahrt nicht ohne mich! Zieger Willi will er mit! Will er mit! 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 Oh, das ging aber leicht. Nun bringt mich in eine ferne Welt. Komm her! Komm her! Folge dem Man! Wo bist du, Astronaut? Lass du da oben, komm zu mir. Du bist auch ganz allein hier, ne? Oder irgendein Raumschiff, was soll denn das? Und da ist einfach nur der endlose Himmel. Das dürfte der Mond sein. Ja, komm, nur noch ein Stück. Komm. Du musst schon näher rankommen, wenn ich dich zungen soll. Komm jetzt runter, ey. Kann ich doch so nicht zungen. Ich krieg dich. Lol. Ich weiß nicht warum, aber ich bin wieder da. So viele Sammelsachen soll es noch geben, das könnt ihr mir doch überhaupt nicht. Ich renne auch immer nur hier rein, ne? Das könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass hier noch so viele von diesen Ziegenskulpturen sein sollen. Weil hier in der Hütte zum Beispiel ist ja nichts weiter, ne? Entschuldigung. Geh aus dem Weg! Hier ist auch nur ein Schlafezimmer. Oh.
Oh yeah. Das nenne ich mal hoch oben. Ah, Hilfe. Stecke ich im Dach fest und so. Kann ja wohl nicht wahr sein. Da oben bei diesem Kampfkreis, da ist doch bestimmt noch sowas. Sowas zum Einsammeln. Habt ihr mal was zum Sammeln? Ich bin Badass und so. Wir alle einfach Angst vor mir haben. Stirb. So Leute, wisst ihr was? Ich stelle mich hier erstmal an den Rand. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter und gucken uns mal noch ein bisschen durch die Gegend um. Macht's gut!